Ein Fremder? Dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage. Mein fotografischer Orientierungssinn sagt mir immer, wo ich bin, ob ich will oder nicht. Aha. Nur mit dem Wann hapert's in letzter Zeit. Wann spielt hier keine Rolle. Du bist in der Zwischenzeit. Ein Raum längsseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, schon klar. Ich wollte eigentlich verderblichem Essen sagen. Sowas wie eine Zukunft haben wir hier nicht. Gerüchteweise soll es irgendwann mal eine gegeben haben. Das du schaust mal wieder zum Dude, dann für schöne Grüße von mir, gell? Aber wenn schöne du Grüße. Fragst, ist das neumodischer Unsinn. Schöne Grüße, Defchak. Vorhin sind hier zwei andere Neuankömmlinge vorbeigekommen. Die haben auch nach der Zukunft gefragt. Vielleicht Freunde von dir? Unmöglich. Yep. Das waren sie. Die waren doch eben noch bei mir. Außerhalb vielleicht. Hier in der Zwischenzeit ticken die Uhren ein bisschen anders. Sie haben noch ein paar Zeiger mehr, wie ich sehe. Tja, willkommen in Paradox City. Mein Name ist Rocco McChronicle. Wenn du Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Rufus. Und ich hätte da tatsächlich ein paar. Rocco McChronicle. Du bist der McChronicle? Du hast meine Freunde gesehen. Du wissen. Bist Rocco McChronicle? Der Vater von Dekan Angus McChronicle Senior? Aha. Und somit der Opa von unserem McChronicle? Du musst mich verwechseln. Ich habe keinen Sohn. Und wenn, dann würde der bestimmt kein Dekan werden. Immerhin leite ich hier einen Familienbetrieb. Vielleicht sollten wir gar nicht darüber reden. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass ich versehentlich McChronicles Geburt verhindere. Ja, genau. Du hast meine Freunde gesehen. Du hast meine Freunde gesehen? Eine sexy Braut, die von einem cleveren, gut aussehenden Typen begleitet wird? Kann nicht sein. Wir wurden getrennt. Naja, vorhin sind jedenfalls zwei Fremde hier vorbeigekommen. Sie haben die alte Einsiedlerin getroffen. Sah so aus, als ob sie sich kannten. Sie sind zu ihrer Farm aufgebrochen. Halte dich einfach beim Rathaus links und dann immer weiter hoch. Die alte Einsiedlerin. Aha. Wo zum Teufel bin ich hier? Wo zum Teufel bin ich hier? Du bist in Paradox City, der Stadt zwischen den Zeiten. Sind wir nicht immer alle zwischen den Zeiten? Bitte was? Na, Gegenwart und Zukunft. Ja, schon. Wobei, wir sind hier nicht so sehr zwischen der Zukunft. Die gibt es hier nicht. Aha. Ich muss dringend nach Kuwak. Ich muss dringend nach Kuwak. Da klingelt nix. Ist das außerhalb der Zwischenzeit? Natürlich. Dann fragst du besser die Typen vom Portalbauamt. Die kartografieren die Portale und wissen, wohin welches führt. Okay. Das ist doch das Timepod. Hey! Stimmt. Das ist doch das Timepod. Das da? Das steht hier bereits seit vor meiner Ankunft. Mein Vater wollte es reparieren und hat darum die Werkstatt gegründet. War scheinbar irgendwann nicht mehr so wichtig. Wie alles hier. Was bedeutet das? Es gibt hier keine Zukunft. Was bedeutet das? Es gibt hier keine Zukunft. Wie ich es sage, wenn du dich dafür interessierst, dann frag doch die Leute vom Portalbauamt. Die reden auch ständig von der Zukunft. Und sie versuchen, eine aus dem Schrott unterhalb der Stadt auszubuddeln. Die reinsten Spinner, wenn du mich fragst. Wir hatten hier nie eine Zukunft. Und wir sind bislang auch gut ohne ausgekommen. Okay. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Okay. Danke fürs Gespräch. Was ist hier? Ah, ach, da bist du. Da ist die Farm. Audi, Rufus. Du rätst nicht wenig in der Stadt. Audi. Mein Opa, ich weiß. Er hat mich nicht erkannt. Kein Wunder. Für ihn bist du noch gar nicht geboren. Das werde ich wohl auch nie. Schon kleinste Eingriffe verändern den Zeitstrang. Wahrscheinlich haben wir die Geburt meines Vaters bereits verhindert. Ach, Papalapa, ich habe in letzter Zeit alles Mögliche gesehen. Ich habe sogar alles Unmögliche gesehen. Aber nichts, was auch nur die geringste Ähnlichkeit mit einem Zeitstrang hat. Das Ganze ist eher ein zerfusseltes, verknotetes, verzotteltes, vernuppeltes, verzwirrtes Zeitknäuel. Es ist okay, Rufus. Mir geht's gut. Ist es nicht unglaublich? Da oben kommt Kacke aus dem Portal. Ja, voll pittoresk. Links oben. Aber wir müssen schleunigst kommt Kacke weiter. Aus dem Portal. Wo ist Dol? Im Fall. Schaut zumindest so aus. Kein Grund zur Eile. Hier, in der Zwischenzeit ticken die Uhren anders. Ich bin im Bild. Noch lange kein Grund, den Fuß vom Gas zu nehmen. Eines von diesen Portalen muss nach Kuwak führen. Wir haben es ja vorhin selbst benutzt. Ja, es ist das da. Das Aha. da? Ich hatte eigentlich mit ein paar kniffligen Rätseln gerechnet. Ja, aber echt. Aber umso besser. Warte hier, ich hole Goal. Und dann holen wir uns unsere Zukunft zurück. Okay. Nice. Was ist das? Kaputtes Bierfass. Nehmen alles mit, was geht.
Fragezeichen. Ich gehe mir erst ins Portal. Ich muss nur noch Goal holen, dann... Achso, okay. Dann gucken wir mal hier rein. Oh. Hey, Goal! Keine Zeit zum Kaffee trinken. Es geht weiter. Wir... Moment mal. Habe ich richtig gezählt? Du bist Goal. Mhm. Also auch Goal. Und du bist fast so scharfsinnig, wie ich dich zurückgelassen habe. Rufus. Mhm. Weltretter, Zeitreisender, Selbstmörder. Du hast Po-Model vergessen, aber nicht so schlimm. Die Frage ist doch, wie kann das sein? Was tust du hier? Welche Goal bist du? Sie ist die Goal, die du aus der Zukunft gerettet hast. Geil. Und im Gegenzug hat sie mich und Mac auf Elysium sitzen lassen. Zeitmaschine geklaut und wusch, ab dafür. Mhm. Ich hab halt nicht so ein Gespür für dramatische Abgänge wie du. Und weit gekommen bist du auch nicht. Ja, ich war vielleicht etwas vorschnell. Als ich in der Zwischenzeit ankam, gab es keine Zukunft mehr. Der Tunnel war einfach zu Ende und der Autopilot hat mich direkt darauf zugesteuert. Ich musste bruchlanden und war gestrandet. Für uns sind nur wenige Stunden vergangen. Für sie war es ein ganzes Leben. Warum hast du nicht eins der ganzen Portale genommen? Die Portale öffneten sich erst viel später. Zunächst waren alle außer Reichweite. Dann begannen die ersten Deponianer ihren Schrott in die Anomalie zu werfen. Auch die ersten Zeitreisenden kamen aus allen möglichen Vergangenheiten. Die meisten strandeten hier. Wie ich. Aus dem Schrott bauten wir Paradox City. Zunächst wollten wir die Portale erreichen, aber keines davon führte in die richtige Zeit. Spätestens als die ersten Kinder geboren wurden, wurde uns klar, dass wir uns ein neues Zuhause gebaut hatten. Aber jetzt bin ich ja da. Also kommen wir. Oh. Sie hat irgendwas Künstlerisches gemacht. Ein Erdbeben? So eines gab es bislang nur ein einziges Mal. Damals, als die Portale aufgingen. Hier ist was los. Geht nicht weg. Ich schau mir das mal an. Oh, oh. Portale sind weg. Doch. Wo ist das Kuwak-Portal? Und die ganzen anderen, alle weg. Ich glaube, ich habe eine Erklärung. Oh, oh. Ja. Als ich vorhin im Labor die Tachyonen undosiert in das offene Portal ergossen, haben wir damit nicht nur ein Portal geöffnet, sondern auch alle umliegenden. Portale an die unterschiedlichsten Orte und Zeiten. Da die Zeit hier drin schneller verstreicht, standen sie über Jahre offen. Während du an der Uni Goal geholt hast, ist hier eine ganze Stadt entstanden. Kurz nachdem du durch das Portal gestiegen bist, hat sich die Anomalie hinter dir geschlossen. Im Labor nur ein Augenzwinkern. Hier mehrere zig Minuten. Du meinst, diese Stadt existiert nur, weil wir vorhin das Portal geöffnet haben? Mhm. Bringt einen ganz schön ins Grübeln, nicht wahr? Genau. Ja, zum Beispiel, wie wir hier wegkommen, jetzt wo die Portale dicht sind. Ich dachte eher an die moralischen Implikationen. Was passiert mit den Menschen hier, wenn wir die alte Zeitlinie wiederherstellen? Dürfen wir das überhaupt noch? Ich sehe keine Verbotsschilder. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Du solltest das untersuchen lassen. Nochmal zurück. Erfreulicherweise war noch etwas Gegengift übrig. Aha. Na, unterhaltet ihr euch gut? Ich erzähle Kohl gerade von deiner Briefmarkenkanone. Ach ja, ich hätte nicht so viel Käse verwenden dürfen. Was, Briefmarkenkanone? Briefmarkenkanone. Bürste? Oh. Auch Goal. Die Portale haben sich geschlossen. Dir wird schon was einfallen. Mir ist schon was eingefallen. Nein, du bekommst keinen Raketenrucksack. Oh, du bist aber auch. Okay, das ist die coole Goal. Die ist aber voll interessiert anscheinend. Die Portale haben sich geschlossen. Ich muss versuchen, sie wieder aufzumachen. Kommst du mit? Kann das nicht warten? Ich unterhalte mich gerade. Nö, wieder da, Refcha. Schön, dass du da bist. Du kannst den ganzen Tag lang Selbstgespräche führen. Welcome du back. Doch auch immer. Eigentlich redet er die ganze Zeit. Ich höre nur zu. wir haben hier ein Batterieschnabeltier. Was ist das? Was ist das? Sowas wie ein Duracell-Hase wahrscheinlich. Skulpturen, Skulptur. Kann ich das mitnehmen? Nein, es ist noch nicht fertig. Ich könnte es doch fertig machen. Und wie willst du das fertig kriegen? Ich kriege alles fertig. Du machst mich fertig. Seid ihr bald mal fertig? Ja. Nein. Na dann nimm's halt. Fertig. Auf die Plätze, los. Und fertig. Okay. Was ist hier gerade passiert? Ich weiß es nicht.
Du bist unter die Bildhauer gegangen? Ich hatte viel Zeit. Das entschuldigt einiges. Das ist aber nicht klar, alles. Ja. Okay, wir müssen hier entweder was kaputt machen oder das jetzt draufsetzen. Nein, das ist noch nicht fertig. Das ist ja der Punkt. Okay. Der unfertige Punkt. Oh. Bin ich irgendwie rausgegangen? Beziehungsweise mein Spiel minimiert sich ab und zu mal. Aber jetzt geht's wieder. Wir gehen mal zum Stadtkern. Ich glaube, ich muss den Chronicle fragen, was los ist. Könnte es sein? Immer noch einen Haufen zu entdecken. Ich frage mir, was los ist. Dein Opa lässt mich nicht ans Timepod. Genau. Sieht ihm ähnlich. Ich durfte auch nie seinen Wagen ausleihen. Hast du eine Idee, womit man ihn ablenken könnte? Mit einem guten Buch vielleicht? Ein Buch? Wir wollen in seine Werkstatt einbrechen und nicht seinen Geburtstag nachfeiern. Womit die Krawattenidee wohl auch ausscheidet. Okay. Gut, wir gehen zum Stadtkern. Und jetzt ist es so, wir haben hier echt viel Neues. Fragezeichen. Hier ist eine Zeitmaschine. Hier ist noch eine Zeitmaschine. Kann das sein? Okay. Das werden wir das nächste Mal rausfinden. Für heute reicht's erstmal.